Wieso nur? Tötel, Vati, Pummeluk, Pupulente, Scorpion, Kaukakas, Champion, Lavita, Kavalanzas und... 90 Euro?! Wir werden jetzt erstmal ein kleines Unpacking machen von Pokémon-Karten. Was heißt das heute, Leute? Wir werden versuchen, wieder eine ganz geile Nummer zu schieben hier. Eventuell richtig seltene Karten wieder zu bekommen. Das wäre so pock. Was wir heute haben, ist einfach mal... ein richtig geiles Ding hier von Flammende Finsternis, Schwert und Schild, okay? Das sind sogar only Flammende Finsternis Packs. Only Flammende Finsternis Packs, Leute. Alles, alles Flammende Finsternis. Flammende Finsternis, Flammende Finsternis, alles. Wir haben noch zusätzlich, wieder von unserem Plug Agekin, ein komplettes Pack. Das werde ich nochmal aufmachen. Da sind wieder gemischt Flammende Finsternis und Clash der Rebellen mit drin, okay? Das ist unser Haufen, Chat, das ist unser Haufen. Richtig geile Nummer, oder? Ich bin heute wirklich gespannt, was wir da rauskriegen. Auf jeden Fall, Mann. Das ist insane. Ich hoffe, wir kriegen halt mega nice Shit raus. Okay, let's go. Gucken wir rein. Ey, wenn wir heute Gala, also wirklich einen Gala-Mozinger bekommen in Gold, das wäre dieses andere Dope. Das wäre dieses andere Dope. Okay. Uff, Digga, da, ich glaube, wir fangen direkt mit einem Banger an. Olivia, Flammenhandtuch, wir haben Saftkommel drin. Mimoba, Knappe, Makabaya, Scheinux, Digga, Smogon, Dalla. Erstes Pack und wir haben direkt Inteleon V-Max. Inteleon V-Max direkt in, als allererstes. Das ist schon dope, dass wir das als allererstes bekommen. Laternecto und Patinaraya V. Ich glaube, die Karte haben wir schon echt oft, aber macht nichts. Patinaraya V, richtig pork. Laternecto auch übrigens dope. Schneebedeckt. Urgel, Digga. Ganz weirder Champ. Chat, ich sag's, wie es ist, aber wenn der Fall auftreten sollte, dass hier ein goldenes Mauzinger jetzt noch in diesen zwei Packs hier drin ist, dann haben wir, sofort Marbles rein, alright? Sofort. Pokus, Lalo, Schneebedeckt, Raffel, Elektrik, Magma, Bemon, sehr wohl, Pokusan. Alright. Alright, letztes. Letztes Clash der Rebellen-Pack, okay? Letztes Pack. Smogon, Vulpix, Unkapo, Voltoball, Iguana, Shinox und... Tromburg. Kein Gala-Mauzinger in Gold. Aber bei der Pack-Anzahl war es halt auch sehr unlogisch, ne? Bei der Pack-Anzahl war es unlogisch. Wir haben einen Inteleon und einen Patinaraya V. Sind ganz gute Karten, sind solide Karten. Ich würde sagen, beide liegen ungefähr bei 5er. Bei 5 Euro ungefähr. Wenn überhaupt, 3 bis 5 Euro, würde ich sagen. Bra, wie du die aufreißt? Nee, also ich reiß die niemals hier so oben auf. Das, oder schneid die auf oder sowas. Hinten ganz normal, ist so entspannt. Also pass auf, Leute. Flammende Finsternis Packs kommen als nächstes. Das ist auch das aktuellere, okay? Guckt euch das an, wie viel wir hier haben von. Also wenn hier nicht der ultimative Shit mit drin ist, dann weiß ich leider auch nicht. Guck mal bitte, was wir an Flammenden Finsternis Packs haben, okay? Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48 Packs Flammende Finsternis. Und wenn hier nicht der Shit drin ist, dann I don't know. Uff, da ist was. Da ist was, Chat. Rose Tower, Fubalia, Pantimos, Slimer, Klick, Eneko, Chat, da ist was. Vegimax, Chat. Pupita Chat. Oh, Inferno Port V. Das war in meinem Team, das Pokémon. Ich feiere das extrem. Extrem. Holy shit. Chat. Wie viel Euro? Ungefähr 6 Euro. Wir haben Lusadi mit dabei und... Kaguron? Digga, das ist... Hä? Warte mal. Hey, das ist die Entwicklungsstufe von Eneko. Enekoro? Kaguron? Wartet mal ganz kurz. Chat, wir haben hier einen Fehldruck. Das ist nicht Kaguron. Kaguron, Leute, ist eigentlich so ein ganz anderes Pokémon. So eine Ultra-Bestie, ja. What the fuck? Ich hatte noch niemals in meinem Leben einen Fehldruck. Aber kostet halt nur einen Euro. Das nächste Pack ist von Mimi Murdis. Und ich glaube, wir haben da was. Ariados, Diktri, Felius, Salali, Sol Junior, Petsneef. Wir haben Bautz. Wir haben Panzer Eron. Achtung! Rionior V! Oh mein Gott! Das sieht so richtig geil gezeichnet aus! Ist wieder ein Sechser? Wir sind ungefähr bei 32 Euro. Vegimac, Golbit, Picolente. Digga, willst du mich natzen? Warte mal. Leute, Achtung. Habt ihr beachtet, dass das Rihornio Full Art ist? 6 Euro. 20 Euro, Leute. 22. Wir sind bei 42 Euro, Leute. Wir sind bei 42 Euro already, okay? Arboretos, Dedenne, Vogelprofi, Kapuno, Grillmark, Voltilam, Snubbull, Tauros, Fililu. Oh Gott. Full Art wie das Rihornio. Auch ein 20. Können hier richtig rein. Ich glaube, das wird was, Shiro. Ich glaube, das wird Kumpfanti, Fatality, Barschwa, Vatermark, Datrini, Lamelux. Shirox. Erkennt ihr die? Erkennt ihr es? Shirox V-Max von Shiro gezogen.
Also Shiro, wenn ich du wäre, ich würde mich zu Shirox umbenennen, Alter. Nochmal 15 Euro gemacht, Chat. Nochmal 15 Euro gemacht. Große Parasol, Ness, Gelatropo, Bungugus, Toxel, Ineko, Bautz, Lusadin, Pestrakon und Expert V! Pock! Pock! Oh, nice! Geile Karte, Alter. Nochmal ein 20. 95 Euro circa. Oh, nice. Kabu. Nice. Die tue ich hier auch mit hin. Da Stella. Alter, das ist was. Noch ein Shirox. Noch ein Shirox. War das ein 20? Wir sind über 110 Euro. Insane. Suicune. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings-Legendary. Oh mein Gott. Das ist so cool. Ich liebe Suicune. Ich finde, das ist das Beste. Legendary-Pokémon, was ich kenne. Wir haben Rose, wir haben Grillmark, Bubungus, wir haben Lusadin, Kopfanti, Kapuno, Milotic. So ein majestätisches Pokémon und noch ein Rihonio V. 6 Euro. Dope. Warte mal, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Packs. 11 Packs noch, Chat. Es ist noch genug da, potenziell, dass wir hier noch richtig, richtig 200 Euro am Ende haben. Muss bald los, gönn mir bitte ein. Scorpion natürlich. Auf die schnelle Scorpion, let's go. Wir sind hier. Tröte, Vati, Pummeluff, Opulente Scorpion, Lava Cup, Flavion, Lavita, Cavalanzas. Mein Gott! Wir sind bei 200. Bei 230 Euro. Ich habe 130 ausgegeben. Wir haben 100 Euro plus gemacht. Also das ist so eine kranke Karte. Das ist einfach Gold. Monte Carlo in einer unfassbar kranken Nummer. Agostella, Sodamak, Teddy Ursa, Micro, Flemly, Jack, Knackleon, Jack. Jack, was? Sodamak, Jack. Jack, das sind nochmal 20 Euro, das sind nochmal 20 Euro, Bro. Du bist einfach insane. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, die Karte ist shiny. Das Normale hat überall die Farbe der... Das Normale hat überall die Farbe der Finger. Wie? Kann mir bitte jemand überprüfen, ob dieses Pokémon hier shiny ist? Kann das bitte jemand überprüfen? Ist das die normale Karte oder ist es das sogar ein shiny? Das ist shiny. Ist shiny. Ändert das was am Preis? Oder sind das diese 80 bis 90 Euro, die wir da gesehen haben? Ach so, ah nein, die goldenen sind immer shiny. Okay, nein. Die goldenen sind immer shiny. Okay, das war meine Frage. Ich wollte nämlich wissen, ob es das einmal in normalen... Ob man da jetzt nochmal mehr Glück hatte quasi. Aber diese normalen sind immer shiny, alright. Wir haben noch vier Packs. Die letzten vier Packs haben angebrochen, okay? Ich sag euch eins, in einem dieser vier Packs ist noch was Seltenes. Geil, Digga. Geil. Nochmal einen schönen Sechser hinterher. Woo! Stolrak, Parasect, Skoppel, Gelatini, Malimorba, Kleptifuchs, Schnuthelm, Heatran und Ramot. Digga, mächtige Pokémon hintereinander. Komm, eins in den letzten beiden noch. Wenn wir jetzt noch... Digga, wir werden gerade so gleich so in die Marvels reinsteigen. Ich habe gerade 252 Euro haben wir gemacht, Leute. Wir haben jetzt 252 Euro. Oh, Digga, das ist so, so dope. Ab in die Freispiele. Bloß hier machst du nur Gewinn. Vor allen Dingen, wenn du Sammler bist. Also, wenn hier jetzt noch eine seltene hinten drin ist, Digga, dann... Kapurigi! Pock! Nice! Über 250 gemacht. Die Prediction war richtig, Leute. Ich würde einfach mal wirklich sagen, dieses Luck, was wir hier jetzt haben heute und sowas, ne, in diesen Kartenpacks, das war noch nie so groß wie heute. Also, ich will euch das nochmal einmal ganz kurz in den Kopf führen, was wir heute hier gemacht haben, okay? Wir haben unser Geld verdoppelt. Wir haben unser Geld verdoppelt mit diesen Karten hier. Digga, das ist ja... Das ist krank. Das muss ich ganz vorsichtig für die Hülle später hier hinlegen. Baseballkarten.
in Amerika mit Baseballkarten traden. Heftige Nummer. In Deutschland Pokémon-Karten. Du kannst damit zwar nicht reich werden, aber ich sag mal so, wenn du jetzt gerade aus 130 Euro 260 gemacht hast, ist das für mich geil. Ist das für mich geil.